Übererfahrung. Aber wenn es abfackelt, aber dann wirklich meine Tickets für eine Unterwasserstation. Sehr gut, ja. Thank you.
Das sind Störer. Hä? Das sind Störer. Das sind Störer, okay. Ja, die erkennt man an ihrem Schnauzbart. Okay. Hätte ich jetzt nicht gewusst, Jonas. Noch eine Schildkröte. Ein Schwanznagel. Ja, so Schwanznagel, wie eigentlich so ein Vogel, wo dann weißt du, so ein Kind hat und so ein Schnabel hat. Der hat auch komische Nase. Was ist denn das für einer? Weiß nicht. Da vorne, ich glaube, so ein Schild. American Paddlefish. Was ist das? Da, da rein. So. Paddlefish, ja. American Paddlefish. Ich hätte ein Boot. Da hat es gesagt, da kann man nicht verführen. Das ist ein Ticket, wo ich mit dem Boot hochfahre. Man kann nicht. Man kann Chemikalien tauchen. Nein, mit Kochen. Mhm. Aber das ist jetzt nur für das Aquarium normal. Die Schöne, oder? Ja. African Tigerfish. Ja. Okay. Ah, das ist der Die Schildkröte lässt sich nicht stören. Sie bleibt auf einem Punkt da stehen. Wenn man sie dann nicht denkt, sie macht nichts, dann kann sie dann nicht weg. Oh, und doch. Anders. Und doch. Thank you.
ich glaube, Biber. Okay. Und das andere, was wir vorhin gesprochen sind. Da. Da ist er. Ah, da sind sie. Ah, jetzt kommen sie, oder? Nein, Ich habe gerade vor einer Stunde Ich glaube, ja.